Als nächsten Redner rufe ich auf Dr. Roland Hartwig mit dem Bemerken, dass es sich um die erste Parlamentsrede handelt. Ja, guten Morgen, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir reden aktuell über einen der größten, wenn nicht den größten Krisenherd auf der Welt. Und es ist auch völlig klar, dass diese Region damit auch ganz besondere Anforderungen an die deutsche Außenpolitik stellt. Wir müssen aber feststellen, gerade mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen, dass die deutsche Außenpolitik diesen Anforderungen ganz offensichtlich nicht gewachsen ist. Die entscheidende Frage, die wir als AfD immer wieder stellen werden, welchen deutschen Interessen dient denn die aktuelle Politik der Bundesregierung in dieser Region? Und nehmen wir doch als erstes Beispiel Syrien. Assad ist seit 2000 Präsident von Syrien. Die Aufstände begannen im Jahr 2011 im Zuge des arabischen Frühlings gegen das Assad-Regime. Die Bundesregierung stellte sich bereits sehr früh, nämlich 2012, gegen Assad. Und die Frage ist doch, warum? Gab es etwa doch wirtschaftliche Gründe, zum Beispiel der von Assad abgelehnte Bau einer Gaspipeline von Katar durch Syrien nach Europa? Oder gab es politische Gründe, etwa die indirekte Unterstützung Israels bei der Ausschaltung eines politischen Gegners? Offiziell, das ist der Standpunkt der Bundesregierung, geht es um die Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten in Syrien. Aber gab und gibt es nicht zwei abschreckende Beispiele, die zeigen, dass es eben nicht so geht, in dieser Region Regime, die missliebig sind, zu beseitigen und anschließend zu erwarten, dass Demokratie und Menschenrechte entstehen? Nehmen wir den Irak. Das aus unserer Sicht völlig völkerrechtswidrige Angreifen des Iraks im Jahr 2003 durch die USA und durch Großbritannien basieren auf einer gigantischen Lüge, nämlich dem angeblichen Besitz von Massenvernichtungswaffen durch Hussein. In der Folge mussten mehrere hunderttausend Menschen ihr Leben lassen. Das Land versank in Gewalt und Anarchie. Oder nehmen wir Libyen. Gaddafi wurde 2011 gestürzt und seitdem ist das Land weitgehend ohne staatliche Autorität. Derzeit durchqueren zigtausende von Migranten Libyen auf dem Weg nach Europa, ausgesetzt lokalen Milizen und kriminellen Banden. Und die Frage ist, warum hatte die Bundesregierung aus diesen Beispielen nichts gelernt? Warum hat sie sich mit der Forderung, Assad muss weg, auf eine militärische Lösung in Syrien versteift? Das war doch ein Fehler mit ganz fatalen, dramatischen Auswirkungen. Nach 7 Jahren Bürgerkrieg sind mehr als 400.000 Tote zu beklagen. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, das Land liegt in Trümmern. War das im deutschen Interesse? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil. Das Ergebnis dieser verfehlten Politik, unterstützt von der Bundesregierung, hat auch unser Land dramatisch verändert. Hunderttausende von Syrern sind illegal nach Deutschland gelassen worden. Menschen, die vorrangig in die von uns aufgebauten und finanzierten Sozialsysteme einwandern. Moslems, die, wenn wir sie hier belassen, unsere Gesellschaft dramatisch verändern werden, weil sie nicht nur unsere Werte ablehnen, sondern sie zum Teil aktiv bekämpfen. Doch zurück zu Syrien. Nach dem Eingreifen der Russen wird Assad wohl bleiben. Der Bürgerkrieg, so dramatisch jetzt noch verläuft, scheint dem Ende zuzugehen. Und es ist die Zeit, über den Wiederaufbau Syriens nachzudenken. Es macht doch keinen Sinn, Assad aus dem Friedensprozess auszuklammern. Außenpolitik, erfolgreiche Außenpolitik muss doch immer auch Realpolitik sein. Und deshalb auch unsere Aufforderung an den Bundestag, die Bundesregierung zu veranlassen, in Verhandlungen mit Syrien einzutreten
über die Rückführung von Syrern nach Syrien. Und weil es hier bewusst missverstanden worden ist, es geht um die freiwillige Rückkehr in sichere Räume. Und dann kann es natürlich auch die in den letzten Wochen so intensiv diskutierte Familienzusammenführung geben, für die wir als AfD natürlich auch sind. Aber bitte im Heimatland und nicht in Deutschland. Das wäre im deutschen Interesse. Blicken wir auf die Türkei. Ihre Platte hat einen Sprung. Das Vorgehen der Türkei gegen die kurdischen Milizen auf syrischem Hoheitsgebiet ist völkerrechtswidrig. Die angeblich behauptete Selbstverteidigung wird auch in dem Moment obsolet, wo die türkische Regierung ankündigt, Afrin belagern zu wollen. Und die deutsche Reaktion hierauf? Fehlanzeige. Obwohl es doch zu erwarten gewesen wäre. Erinnern wir uns doch bitte an die Krim. Deutschland ist hier Wortführer bei Sanktionen gegen Russland wegen völkerrechtswidrigen Vorgehens. Obwohl das gar nicht im deutschen Interesse liegt. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft schätzt, dass ungefähr 150.000 Arbeitsplätze durch die Russland-Sanktionen verloren gegangen sind. Wir müssen ein Ende der Entspannungspolitik in Europa feststellen. Das hat die Bundesregierung in Kauf genommen. Warum schweigt sie denn in der Türkei? Ist es möglicherweise der Grund, das Flüchtlingsabkommen, das man mit dem Präsidenten Erdogan geschlossen hat, und die Angst, dass die Türkei wieder Hunderttausende von Flüchtlingen auf die Balkanroute, auf den Weg nach Europa schicken würde, die dann wir angeblich an unseren Grenzen nicht aufhalten können? Wir haben damals schon gesagt, dieses Abkommen ist ein fundamentaler Fehler, denn er begründet eine Abhängigkeit zu der Türkei. Und auch hier haben wir offensichtlich Recht behalten. Unser Appell daher an die Bundesregierung: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Und wenn der türkische Präsident dann tatsächlich wieder die Balkanroute für Flüchtlinge aktivieren sollte, dann tun Sie das, was längst überfällig ist. Stellen Sie die Kontrollen über die deutschen Grenzen wieder her. Diese beiden Beispiele zeigen ja schon, dass das Fazit der bisherigen deutschen Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten mehr als ernüchternd ist. Jahre nach dem einst gefeierten arabischen Frühling ist die Region instabil wie nie zuvor. Die Unterstützung von Revolutionsbewegungen, die nie demokratisch gesinnt waren, hat unzählige Tote gefordert. Die Sicherheitslage in Europa hat sich dadurch eklatant verschlechtert. Die Bundesregierung ist offensichtlich eher bereit, Konflikte nach Deutschland zu importieren, als diese Themen in der Region anzugehen und zu lösen. So, meine Damen und Herren, kann das nicht weitergehen. Wir brauchen doch hier einen Neuanfang. Wir brauchen eine Außenpolitik, die wieder deutsche Interessen in ihren Mittelpunkt stellt und diese Interessen glaubwürdig und nachhaltig verfolgt. Jedes andere Land der Welt verfolgt seine eigenen Ziele. Wenn wir das nicht mehr tun, werden zunächst deutsche Interessen bedeutungslos und eines Tages auch wir selbst. Das werden wir als AfD nicht zulassen, dem werden wir uns vehement entgegenstellen. Vielen Dank.